Schönen guten Tag. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Ja. Das ist ein weiteres Video, wie Sie gemerkt haben, weil es beginnt ja wieder bei vorne, bei ein paar Sekunden. Ja. Richtig? Dieses Video ist der Anfang einer längeren Serie von Videos, denn wir wollen etwas sehr, sehr Cooles bauen. Die einen oder anderen haben ja gemerkt, sag mal, JP, jetzt Golf 2, warum stehen da so viele Golf 2 im Hintergrund rum? Ja, jetzt erklären wir, warum da so viele Golf 2 stehen. Wir haben was vor, was sehr aufwendig wird, was sehr cool wird. Wir müssen dieses Projekt früh beginnen, weil es sehr aufwendig ist. Wir haben zwar hier auch noch eine Baustelle, aber da muss man ganz ehrlich sagen, wir können momentan da nicht wirklich weitermachen, weil gewisse Sachen aufgrund der auch bei uns angekommenen Krise, ja. Krankheitsfälle ist ja nicht richtig, also auf jeden Fall der aktuellen Situation geschuldet, muss das jetzt auch pausieren, aufgrund von zwei Bauteilen, die über unbestimmte Zeit erstmal nicht produziert werden, bis diese Unternehmen wieder in der Lage sind, das zu tun. Müssen wir jetzt warten. Deswegen rutscht jetzt ein Projekt ein bisschen nach vorne, was aber auch ganz gut ist, weil wir brauchen da schon ganz viel Zeit für. Dieses Projekt, was jetzt beginnt, ist ein Projekt, was ursprünglich die Idee hatte, dass es auf der Essen Motor Show steht. Nur da sage ich auch ganz ehrlich, wissen wir auch nicht, ob die so stattfindet, wie sie kennen. Keine Ahnung. Trotz alledem ist es ein Projekt, was auf der einen Seite eine sehr günstige Grundbasis hat, ne, so ein Golf 2. Und wir erklären auch gleich, warum wir zwei Golf 2 haben. Wir denken sie jetzt, wow, der schweißt zusammen, ne, und macht dann so wie mit zwei Fahrercockpits und so, ne, rückwärts fahren, vorwärts fahren, lenken und so, ne, kennst du. Nein, das machen wir nicht, sondern wir bauen etwas, was so aufwendig ist, dass wir zwei Autos brauchen. Und ich zeige euch jetzt einmal eben beide Golfs und dann zeige ich euch, was wir damit machen werden. Ich freue mich. Die Grundidee für dieses Projekt, zum Beispiel noch ein Golf 2, der Rallye Golf. Ja. Das Grundprojekt ist alt. Erste Januarwoche. Okay. Ungefähr, ja. Nebenbei, warum hier so viel los auch ist, wegen den ganzen Ölwechseln, ist immer noch die Aktion, die wir für Krankenschwestern und Ärzte und sowas machen. Mhm. Ich glaube, wir haben mittlerweile, heute machen wir den 40. Ölwechsel voll und wir machen es noch ein paar Wochen. Also ich glaube, am Ende des Tages machen wir mit der ganzen Aktion, am Ende des Tages 250, 200? Krass, ja. Yep. So. Da sind die beiden Schätze. Wunderschöne Kfz. Also ich habe schon sehr viel Liebe für ein Golf 2 übrig. Ja, vor allem das Detail hier vorne, das ist der Wahnsinn. Ja. Ein Auto von den beiden dient als Baufahrzeug. Das andere Auto ist das Fahrzeug, was wir nachher bauen. Wenn man versteht, was ich meine. Ah ja. Okay. Wir fangen erstmal an mit dem Fahrzeug, an dem wir vorhaben, das ganze Thema Karosserie zu entwickeln und zu bauen. Und zwar ist das dieses Auto. Und da haben wir mit einem Herren telefoniert, ich habe mit einem Herren telefoniert, wir haben uns sehr gut verstanden am Telefon. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ein Auto nachbauen dürfen, was er designt hat. Aha. Das Auto gibt es aber noch nicht, das muss man bauen. Und wir machen jetzt mit ein bisschen Musik drunter machen wir jetzt die Bilder, die es gibt, nur von diesem Auto. Wir haben ein paar Bilder, die sind auch sehr schön, die Fotos. Und dann zeige ich euch, was wir bauen werden. Und zwar genau dieses Auto. Los geht's. Ja, das Shepard, das ist richtig. Das Design, was eine sehr moderne Interpretation ist von diesem Auto und einer weiteren Marke, ist ja nicht nur ein Volkswagen, was in den Ding drin steckt, ne? Weil die Mischung ist zwischen dem R5 und einem 205 GTI. Okay, sieht man ja den vorderen Kotflügel, vordere Stoßstange, ne? Können wir ein paar Bilder reinmachen. Das hintere Seitenteil, die Trennung hier, ist ein ganz typisches Merkmal dafür. Das Markante an dem Auto war, dass es ja auch einen Heckmotor hatte. Hat ein Golf 2 aber nicht. Nee. Richtig? Nee. Scheiße. Also nehmen wir diesen zweiten Golf 2 und bauen, also nachher das, was wir hier drauf entwickeln, kommt nachher auf dieses Auto. Das ist der gute Golf 2 mit einer guten Basis. Dieses Auto, nix gut. Nix gut. Aber zum Machen von Form und Design ist gut. Dieses Auto, wenig Rost. Was hat der auf dem Dach da? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist, damit die Windgeräusche eliminiert wurden. Ist das nachträglich dran gebaut? Ja. Krass. Krass, dass du das nicht kennst. Nein. Gar nicht? Nein, woher soll ich sowas kennen? Nie gesehen? Nein, noch nie gesehen. Das gibt's ja auch hier über die Scheibe. Ja, das kenne ich. Das ist das Gleiche. Okay. So, der ist von innen zwar ziemlich moderig und ziemlich usselig, aber dieses Auto wird als Grundbasis dienen, dass wir da was Schickes rausbauen. Jetzt ist die Frage, soll ich das schon mal verraten oder nicht? Nein, ne? Wir fangen hiermit an. Mhm.
Der Punkt ist der, dieses Auto, oder das Bodykit machen wir natürlich nicht selbst, weil das können wir nicht, sondern das macht dieser Herr, der Herr Belzek. Oh, Kurva. Lustiger Kollege. Kurva. Und die Idee, die wir jetzt haben, ist, dass Movo und ich uns in dieses wunderschöne Auto reinsetzen, was auch in einem sehr guten, dichten Zustand ist, wie man sieht. Ist das? Ja. Das ist eigentlich Bestzustand. Wundervoller Zustand. Bestzustand schreibt man auch gern bei mobile.de. Okay. Bestzustand. Und damit fahren wir ungefähr 100 Kilometer zu ihm. Wenn das Auto das auch noch will. Eieiei. Ja? Nix war es gut. Komm mal aus, komm mal rüber. Komm mal raus, oder? Wir gucken noch einmal Öl und sowas und dann fahren wir damit. Okay. Easy. Digga. Voll. Voll ist das Ding doch. Ist ready? Ich bin ready. Na, auf geht's, komm. Ist wieder gut. Ja, dass er gut fährt, würde ich nicht bezweifeln. Nach 100 Metern links abbiegen auf die Hallische Straße. Fahr ich richtig? Aber findest du nicht auch, dass so ein Auto schon sehr, sehr entspannt? Ja, Charme hat das Ganze. Wenn es nicht so stinken würde. Nach 400 Metern Sind sie, stinkt so doll? Wirklich jetzt? Also, angenehm finde ich es nicht. Nein, angenehm ist es nicht. Der nicht. Also, Peters Auto stinkt um einiges schlimmer, aber. Wonach riecht das? Nach Furz. Oh. Furz und anderen Körperflüssigkeiten. Wie das alte Auto oder der neue auch schon? Neue auch schon, ja. Oh, cool. Ja, Peter, nicht schlecht. Es geht schneller hier. Ganz kurz, was mir gerade einfällt, ist, ne? Wir fahren dieses Auto. Ein Golf 2, älter. Und ich wüsste, dieses Auto ist für die normalen Polizisten uninteressanter als ein modifizierter Sportwagen. Ja, das stimmt. Dabei ist das ja wirklich in jeglicher Hinsicht Lichtanlage, Frontheck, Bremsleitung, Fahrwerk, Domlager, Karosserie allgemein. Das ist ja viel höheres Risiko. Ja. Oh. Was ist passiert? Ich hab vergessen, man muss ja auch Autos tanken, ne? Oh, der sieht sehr leer aus, ja. Ja, wir tanken den gleich. Bis gleich. Wir sind fast da. Fast. Also noch nicht ganz. Aber wenn, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall einen Burnout von ihm vom Gebäude. Ja. Ich sehe schon mal. Ist doch echt ein mega Bums, ne? Ja, das stimmt. Stört hier anscheinend keinen. Easy. Mega. Gibt der Uber-Fahrer mal eine Note? Also wir hätten noch eine Stunde weiterfahren können, hätten wir nichts ausgemacht. Nee, ne? Also Federn, Motoranspannung, Innenraumgeräusch. Ja. Nachdem du angefangen hast zu furzen, hat der Geruch mich auch nicht mehr gestört. Siehst du? Es roch ein bisschen nach frisch gekochtem Gulasch. Genau. Was würdest du denn sagen? Was würdest du sagen? Also eine Note für die Fahrt. Eine glatte 2 kann man schon sagen. Ich würde auch sagen, eine glatte 2. Ja, glatte 2 kann man schon sagen. Aber wir dürfen nichts vergessen. Alles! Hier. Ey, der Wagen fährt eine 1. Glaube ich. Nee, wirklich. Wir sind gerade total begeistert, wie krass vorne fährt. Echt jetzt? Ja, ohne Spaß. Okay, dann fahr nicht so gut wie ein Rolls-Royce, aber gut. Der Rolls-Royce fährt gar nicht gut. Okay, der Rolls-Royce fährt gar nicht gut, sagt er. Okay, wir kommen, warte. Okay. Hallo, 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 ja. Hi. Ja, komm. Ja, komm. Guck, wie
Hallo. Du bist ein geiler Hund. Morgen. Achso, ja. Von mir aus gibt es auf so. Überarm. Schnell durch. Was macht der Cookie? Der Golf 2 fährt gut. Das ist ein GTI. Nein. Das ist nicht die letzte, ich weiß, ist die letzte Rossmöhre. Aber der Wagen fährt so krass gut, wir hätten jetzt locker nach Frankfurt fahren können. Ja, ja, und wahrscheinlich hat er diese Couch-Sitze, ne? Ja, die Sitze, das Fahrwerk ist noch gut, die Reifen waren noch gut, Bremse war noch gut. Motor ist auch noch gut, also das ganze Lenkung ist noch gut. Ne, Lenkung geht. Aber der Rest war echt gut. So, Maus. Sehr schön. So, die Leute wissen von den Bildern, wie es aussehen wird nachher. Ach, die wissen das schon? Die wissen, wie es aussehen soll nachher. Okay. Sollen wir den mal hinten reinfahren bei dir? Mhm. Sollen wir mal hinten reinfahren? Wir fahren jetzt mal hinten rein bei dir. Brutal an. Und dann gucken wir uns das Auto einmal an, weil der ist natürlich an manchen Stellen echt schlecht, aber das sind ja Stellen, die eh nachher weggesägt werden. Das heißt, da müssen wir keinen Bezug nehmen. Okay. Und dann müssen wir mal grob darüber reden, wie du da rangehst, weil, ganz ehrlich, wir haben nur vom Kieser diese Zeichnung, sonst nichts. Und ich habe gesagt, wie kann man das denn bauen? Wie geht das? Geht das? Nur übers Auge? Ja. Also wir werden ein paar Parts von dem Auto, ein paar Teile, wenn wir fräsen, ja, geht schneller. So große Klötze, also so Verbreiterung, diese Hauptfläche, die fräsen wir. Fräsen? Ja. Also wir scannen das Auto zuerst und dann zeichnen wir das und dann fräsen wir das. Also gefräst als Schablone und dann kommt GFK oder wird das gefräst und das ist auch schon das Teil, was dran kommt? Nein. Also im Prinzip, wenn wir das fräsen, ne? Also wir zeichnen das erstmal in 3D und dann wird das gefräst. Verdammte Hacke, mir fällt das Material jetzt nicht ein. Aber ist wie MDF. MDF kannst du auch sehr gut machen, ja. Okay. MDF ist natürlich am günstigsten. Günstiger aber das bleibt ja nicht dran, MDF. Nein. Und davon quasi nehmen wir so provisorisches Stück, ja, quasi so einen Abdruck nehmen wir. Ja. Und dann machen wir es am Auto dran und dann verspachteln wir die Karosserie und so weiter. Und erst dann nehmen wir einen Abdruck von dem ganzen Teil. Ah, und dann wird der Abdruck genommen und dann trennt ihr quasi, weil wir den Abdruck genommen haben, ist ja wieder ein Stück Originalauto, das wird wieder abgetrennt, weil das ist ja am Auto dran, genau. Dass das Teil dann da anschließt. Haben wir denn nicht ein paar Probleme, die Bilder hast du ja auch da, ne? Können wir die eigentlich mal aufmachen, dass wir ein paar Sachen vielleicht besprechen, wo wir es vielleicht einfacher machen können, weil du hast ja gemeint, du kannst es so bauen wie auf den Bildern. Der Kieser selbst meint ja auch, ey, lass uns das lieber entschärfen. Aber du sagst nein. Nein. Schau mal, wenn wir das natürlich irgendwann für, wenn du eine Serie sowas bauen willst. Ich kann mir vorstellen, wenn der Preis passt, dass Leute das wollen. Okay. Ich kann mir das schon wirklich vorstellen. Also du willst es auch verkaufen quasi. Du machst das Geschäft damit, das ist nicht meine Baustelle. Du kannst es gerne verkaufen, das ist dein Ding. Ja doch, das kann ich mir echt gut vorstellen, weil das Grundauto ist relativ günstig, aber es hat relativ viel Faszination und Begeisterung. Natürlich nimmt man dem den klassischen Look, das Auto ist nicht mehr der originale Golf 2, aber ich kann mir vorstellen, dass der Show-Effekt nachher mit dem Bodykit echt brutal ist. Hundertprozentig, klar. Ich setze mal so ein Bodykit, wenn wir das so bauen müssen, ja, das ist, ich kann dir auch das Werkzeug auch von einem Supra-Diffusor zeigen. Das ist nicht einfach nur ein Diffusor. Ja, das ist sehr kompliziert. Mit den Steckdingern und so, ne? Das hat so schlimm. Weißt du was, diese Streben, die da unten hängen, die sind ja sehr dünn. Du musst dir vorstellen, in der Form ist das quasi ein Loch. Da kommst du kaum rein. Ja, ja. Ja? Und wie kommst du mit den ganzen GFK oder mit den ganzen Matten ran, ja, dass das wirklich auch da kein Loch unten ist und so weiter? Muss da wirklich GFK rein oder kann man da auch einfach was reinfließen lassen wie Gips? Nein. Muss halt fest sein, ne? Auch dieses Gelcoat, quasi diese, wenn wir das rausholen, das diese Farbe, es gibt verschiedene Farben, im Prinzip kannst du dieses Gelcoat auch weglassen, ja, geht auch, ja, nur dann hat der Lackierer ein bisschen mehr Arbeit beim Füllern und so weiter. Gelcoat macht die Oberfläche so smooth? Ist die Farbe quasi, ja, ist ein bisschen glatter dann, ja. Man könnte das auch im Prinzip durchsichtig nehmen, ja, aber dann für den Kunden sieht das nicht schön aus und deswegen macht man Gelcoat da rein. Wie viel Prozent der Kunden meinst du, wie viel Prozent der Kunden sehen das unlackierte Teil? Wenig. Ja, ne? Sehr wenig, ja. Die meisten geben es ja eh von vornherein ab. Wir schicken das meistens an die Werkstatt. Genau, das Bodykit kommt und dann fängt die Werkstatt ja an. Die machen ja nicht alle Videos wie wir. Und dann kommst du hin und dann ist das ja dran. Wir stellen den Golf mal rein. Wir fahren den Toyota erstmal raus. Okay. Oder ist ein anderes Thema? Also, wir sind hier im Golf 2 hingefahren, weil wir mit dem Super zurückfahren. Ja. Weil das Bodykit jetzt endgültig fertig ist. Gucken wir uns mal eben an. Komm, das sieht da drin, ne? Ja. Oh. Oh, du auch? Ja. Boden knallt aber in echt ganz schön. Ja, hast du ja auch. Ja, ja. Sieht echt geil aus.
wenn die LEDs noch hier kommen, weißt du? Ich glaube, das wird. Ja. Boah, ja. So. Das ist echt krass. Fertig. Stressig, aber fertig. Aber war eine gute Idee, länger machen. Mhm. Ne? Also sieht echt wild aus. Mhm. Sollen wir mal rausstellen? Ich hätte Whitebody gemacht, aber. Da sind wir wieder beim Thema. Ich muss es einmal sagen. Da vielleicht einmal raus und mach das Tor hoch. Ach hier, guck mal, guck mal hier. Aber es guckt immer noch runter, der Seitenschutz, oder? Das wird immer so sein. Weißt du warum? Weil das Problem ist, hier aber kann vorne... Kann man nicht dann das Teil da hochgehen lassen? Wir fahren das auch so raus, ich sag dir was. Ja, okay. Ja? Hier wollte ich zeigen. Weil da ist der Fuß, hier sind die nicht so tief. Mhm. Bei dir ist der richtig tief und wie willst du da reinkommen? Mhm. Sehr schwer natürlich, ja. Der hat die Scheinwerfer, ich habe da so ein bisschen ein paar Fotos gemacht von dem Auto, ja. Der hat die Scheinwerfer so ein bisschen wie ein Taycan. Ja, die sechs Punkte da drin. Also, ne, wenn man so ein bisschen anders das betrachtet, nicht als gesamte Scheinwerfer, ja, sondern einfach was drin ist. Das Element, ne? Das Element drinsteckt, ja. So, schneller. Ja, wenn du guckst, wie der verläuft, der kann nicht anders verlaufen. Mhm. Weil die Form von dem Halter ist auch anders. Mini-Porn? Ja. Mini, ne? Sollen wir uns aber drehen dann oder hier? Ja, hier eben. Hier? Ja. Ja, okay. So auf ganz schnell. Okay. Okay, los geht's.